Herzlich willkommen bei Baut eure Zukunft. Mein Name ist Norbert Kunz. Ich bin Gründer der Social Impact. Ich habe 1994 diese Agentur gegründet mit dem Ziel, innovative Qualifizierungskonzepte damals im ersten Schritt für benachteiligte Jugendliche zu erarbeiten. Seit dieser Zeit haben wir eine Vielfalt von unterschiedlichen innovativen Konzepten erarbeitet, insbesondere um die Handlungsfähigkeit, Erwerbsfähigkeit und Gründungsfähigkeit auch von benachteiligten Zielgruppen zu verbessern. Vor diesem Hintergrund haben wir nun auch das Projekt Baut eure Zukunft erarbeitet. Sie als Lehrerin und Jugendleiterin stehen sehr häufig vor der Frage, wie kann man junge Menschen ermutigen und befähigen, sich mit gesellschaftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen und wie kann man sie dazu stimulieren, neue Problemlösungsansätze zu entwickeln. Genau für dieses Ziel haben wir ein neues Tool entwickelt. Baut eure Zukunft ist ein Projekt, um Schülerinnen und Schüler zu befähigen, gemeinsam im Team mit Kreativität und Empathie, Problemlösungen zu erarbeiten, die unmittelbar den Schulkontext betreffen. Bestandteil des Projektes ist auch ein Wettbewerb, zu dem sich Schülerinnen und Schüler anmelden können und hier ebenfalls im Team an gesellschaftlichen Problemstellungen zu arbeiten. Die besten Projekte werden von uns ausgezeichnet und es besteht die Chance, eine Klassenreise zu gewinnen. Nun übergebe ich Sie an unsere beiden Design-Thinker, an Jenny und an Hendrik. Das ist Jenny. Das ist Hendrik. Damit Sie möglichst schnell starten können, mit Ihren Schülern und Schülerinnen an einem realen Problem zu arbeiten, haben wir beispielhaft Themen vorbereitet. Das sind zum einen Mobbing, Gewalt, Armut und auch Zukunftsangst. Sie haben aber auch die Möglichkeit, mit Ihren Schülern und Schülerinnen gemeinsam neue Themen zu erarbeiten. Für den ganzen Rest haben wir Ihnen eine komplette Toolbox entwickelt. Diese Toolbox werden wir in den nächsten Schritten komplett erklären. Diese beinhaltet Erklärvideos, Arbeitsblätter und ein ganzes Unterrichtskonzept, welches Sie Schritt für Schritt durch den ganzen Prozess durchführt und Sie direkt mit Ihren Schülern und Schülerinnen anwenden können. Das Unterrichtskonzept ist angelehnt an die Methode des Design Thinking. Hierbei geht es um ein Vorgehen, was beispielsweise Unternehmen oder auch soziale Organisationen nutzen, um komplexe Probleme anzugehen. Dabei werden folgende Kompetenzen geschult. Zum einen lernen die Schüler und Schülerinnen, Empathie aufzubauen für andere Menschen. Dann lernen sie, zusammen Lösungen im Team zu erarbeiten. Und Lösungen zu entwickeln, die kreativ sind und genau auf die Bedürfnisse von anderen Menschen passen. Diese Arbeitsweise wird den Schülerinnen und Schülern also in ihrem späteren Leben und Berufsleben helfen. Dabei ist das Ziel, den Schülerinnen und Schülern Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein beizubringen und sie für soziale Themen zu sensibilisieren. Ihre Rolle als Begleiterin oder Begleiter ist dabei folgende. Zum einen sind Sie Coach, der die Teams dabei unterstützt, die einzelnen Prozessschritte umzusetzen. Dann behalten Sie natürlich die Zeit im Auge und stellen die Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Außerdem schaffen Sie eine kreative Arbeitsatmosphäre, in der die Schüler kreativ sein können und das Gefühl haben, etwas bewirken zu können. Die Toolbox folgt einer bestimmten Struktur, welche an Design Thinking angelehnt ist. Wir haben diese Toolbox so aufgebaut, dass Sie möglichst schnell starten können und auch ohne Vorwissen jeden Schritt durchführen können. Der erste Schritt ist es erst einmal, Grundlagen zu schaffen mit Ihren Schülerinnen und Schülern. Die Schülerinnen und Schüler schauen sich zunächst ein einführendes Video an, was die Ideen, die Vorgehensweise und die Methoden der Toolbox veranschaulicht. Im nächsten Schritt werden dann Teams gebildet, es werden Regeln für die Zusammenarbeit aufgestellt und kreative Arbeitsplätze geschaffen. Im ersten Schritt geht es darum, die Herausforderungen zunächst einmal zu verstehen. Wie machen das die Schüler? Sie entwickeln ein gemeinsames Verständnis mit verschiedenen Methoden über das Problem. Ist das geschafft? Ist der nächste Schritt für die Schüler und Schülerinnen, Interviews zu führen? Ja, die Interviews werden geführt mit Personen aus dem Umfeld der Schülerinnen und Schüler. Auf diese Art und Weise lernen sie Ansichten außerhalb ihres Klassenzimmers oder ihrer Schule kennen und bauen gleichzeitig Empathie auf. Im Anschluss werden diese Interviewergebnisse dann analysiert und es werden erste Probleme herausgearbeitet. In diesem Schritt haben die Schüler und Schülerinnen Zeit, gemeinsam im Team verschiedene Teilaspekte auszuarbeiten und sich auf den nächsten Schritt, nämlich Lösungen entwickeln, vorzubereiten. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln kreative und konkrete Lösungen für die vorher herausgearbeiteten Probleme. Im nächsten Schritt wird die Idee genauer ausgearbeitet. Dafür bekommen die Schüler ein Arbeitsblatt, anhand welchem sie ein Modell entwickeln können und auch schon die Möglichkeit haben, ihre Idee physisch zu basteln. Danach folgt noch die Ergebnispräsentation, damit alle Teams wissen, was jeder gemacht hat, und eine Reflexionsrunde. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse mit einem Pitch.
Dies kann in verschiedener Form passieren, zum Beispiel mittels eines Videos, von Postern oder durch Modelle, die die Schülerinnen und Schüler selber bauen. Damit bewerben Sie sich auf der Baut Eure Zukunft Website. Bitte reichen Sie diese Bewerbung für Ihre Schülerinnen und Schüler ein, weil damit auch die Möglichkeit zum Gewinn einer Klassenreise und die Genehmigung zur Veröffentlichung verbunden sind. Bei allen Prozessschritten können Sie natürlich auch Ihre eigenen Erfahrungen einbringen, wenn Sie finden, dass das besser passt. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß, Erfolg und Kreativität bei der Umsetzung der Toolbox. Tschüss!